Hallo Leute, willkommen zurück zum Flug. Zum OMSI, nicht zum Flughafen, Feuerwehrsimulator. Wir stehen am Hauptbahnhof und fahren die Linie 11. Hoffentlich jetzt. Ja, mit Unfallmeldung gleich einmal am Anfang. Hoppala. Wer die letzte Folge gesehen hat, der weiß, dass ich für diesen Unfall bei bestem Willen nichts kann. Nächste Haltestelle, Alexander von Humboldt Institut. So, wir fahren jetzt weiter vom Hauptbahnhof Richtung Reitenheim, weiterhin auf der Linie 11. Also ich hoffe, dass ich den Mittelpunkt der Linie halbwegs erwischt habe. Sonst wird die Folge jetzt einfach ein bisschen länger. Man sollte den Knopf auch richtig drücken und nicht nur betatschen. Nächste Haltestelle, Stadtschloss. Next Station, Palace. Blinker ist Luxus, gell? Hallo. Ich glaube, die wollen einen Fahrschein. Ein Fahrschein, bitte. Wo habe ich das bloß gewusst? Ja, auch noch? Ja. Brauchst nicht reden, es passt schon. 10er, 30, 2, 5 und 5. Nächste Haltestelle, Westtor. Next Station, Westgate. Ich brauche eine Kurzstrecke, bitte. Aber selbst da freilich. Zwei. Weiter geht's. Nächste Haltestelle, Kreuzplatz Altstadt, zentraler Umsteigepunkt. Next Station, Kreuzplatz City Center. Kreuzplatz City Center.
Also der Bus, muss ich sagen, der gefällt mir sehr gut. Nach wie vor. Ich habe jetzt auch beim Julian gesehen, dass er den Solaris vom erster Busfan? Busfahrer? Ich glaube Busfan, oder? Der baut ja auch den gleichen eigentlich. Oh. Nächste Haltestelle, Kaiserdom. Aufstieg zum Schauspielhaus. Next Station, Emperor Cathedral. Oder heißt der Bus von Art? Please exit here for the theater. Egal, ich weiß jetzt gar nicht, wie er heißt. Ich glaube Busfan oder so. Irgendwas mit Bus auf jeden Fall. Der baut ja auch diesen Solaris Urbino 3. Auch in der zweitürigen und 12 Meter Version. Alte Universität. Next Station, Old University. Und ich muss sagen, auch der schaut eigentlich sehr gut aus. Also Respekt, schaut sehr schön aus. Schön gestaltet. Stellen wir halt die Frage, ob es wirklich sinnvoll ist, dass wir zweimal den gleichen Bus dann haben. Aber warum nicht? Hallo. Guten Morgen. Der will einen Fahrschein natürlich haben. Fahrschein normal. Oder bist Student? Nächste Haltestelle, Jägerpforte. Und ich bin wieder viel zu früh dran, obwohl ich eh eigentlich durch die Gegend schleiche. Ich war ganz kurz ein bisschen stehen bleiben. Also ist wunderschön der Bus eigentlich. Läuft doch sehr gut. Jetzt haben wir gleich einen kleinen Stau hinter uns oder fahrt mal rein. Nein, bleibt stehen. Fahren wir halt weiter. Und da kommt der Kollege. Servus. Nächste Haltestelle, Werderstraße. Gut, der will keinen Fahrschein. Aber normalerweise ist es auch so, wenn sie einen Fahrschein wollen, dann steigen sie wirklich ganz vorne ein beim ersten Türflügel. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich bin noch immer viel zu früh dran. Nächste Haltestelle, Geschwister-Scholl-Gymnasium. Aber da können wir jetzt wieder kurz stehen bleiben, weil da versperren wir niemanden den Weg bei der Haltestelle. Guten Morgen. Hallo. Die will sicher ein Fahrschein. Sag ich's nicht. Aber irgendwie reden sie alle nichts mit mir. Und
Ich muss sagen, auch bei dem App, da hat sich der Roland wieder selber übertroffen. Ist einfach wunderschön gestaltet. Schule mit ein bisschen Pflanzen davor und einfach wunderschön, muss ich sagen, hat er echt eine tolle Map. Und sie läuft eigentlich, im Gegensatz zu Rheinhausen, läuft sie eigentlich sehr gut. Nächste Haltestelle, Hufschmiedstraße. Hufschmiedstraße, sind wir schon. Sehr schön. Einsteigen will da niemand. Okay, sollen wir auch rechts sein? Ich glaube, das war's schon. Nächste Haltestelle, Firma Bosch, Tor 4. Da muss wohl wer in die Arbeit, wenn er da steckt. Und wir haben einen neuen Fahrgast. Hallo. So. Ja, okay, da merkt man, das schaut schon mehr nach so Industriegebiet aus, das ist auch die Firma, Parkhaus daneben. Aber wirkt sehr stimmig. Haltestelle, Edisonstraße. Und die Linie 1. Also an den Bus habe ich mich schon gewöhnt, kann man sagen. Vom Fahrverhalten her meine ich. Ich weiß, ich mal bremsen muss, dass man halbwegs richtig stehen bleibt. Also, super Bus, muss ich sagen. Ich meine, gut, wenn ich es in Umsatz betrachtet, nach 3000 Kilometer noch immer nicht könnte, dann wäre es, glaube ich, tragisch. Du bleibst ja stehen mit der blöden Golf. Hallo.
Haltestelle Park and Ride Magdalenenfeld. Ich glaube, ich pfeife jetzt langsam auf die Zeit. Zieh mal zu früh dran, aber was soll ich denn tun? Laden wieder aussteigen. Hallo. Nein. Einmal die Kurzstrecke. Ich schmeiß dich gleich raus, wenn du nochmal einen Zehner gibst. Übrigens, es gibt Neuigkeiten zu den Fahrzeugen in Wien. Wir kriegen neue Busse. Und zwar haben sich die Wiener Linien für Citaros entschieden. Nachdem wir jahrelang immer N hatten. Nächste Haltestelle, westlicher Bogen. Fahren wir in Zukunft Mercedes. Ich meine, okay, das wird wahrscheinlich die Hauptbusse, mit denen die 90% der Linien betrieben werden. Allerdings kriegen wir auch Volvos, Hybrid-Volvos. Und für die Innenstadt haben wir Elektrobusse. So ganz kleine, die wirklich nur elektrisch fahren. Also da muss ich sagen, in der Hinsicht Hut ab für die Entscheidung. Auf die Citaros freue ich mich schon. Die werden sicher cool. Die Stelle ist immer ein bisschen bochen zum Rausfahren, sage ich jetzt mal. Okay, wir müssen da rechts, glaube ich, wenn ich recht informiert bin. Nächste Haltestelle, Gartenfeldweg. Und ich glaube, wir sind schon fast da. Mit 3 Minuten Verfrühung. Na, 2 Minuten. Das hat jetzt in 2,8 ausgeschaut. Im ersten Blick. Aber ich glaube, es sind, ja, 2,1 sind sie jetzt. Das wird cool, wenn's endlich, wenn wir dann Citaros haben in Wien. Es wurden ja meines Wissens einige verschiedene Busse ausprobiert. Unter anderem auch Solaris. Aber die haben scheinbar nicht überzeugt. Nächste Haltestelle, Rettenheim. Diese Fahrt endet dort. Bitte alle aussteigen. Auf Wiedersehen, Ihre GVB. Bei uns haben sie sogar die Mercedes Citaro, ich glaube, heißen die Citaro Capacity oder Capacity oder wie man es aussprechen mag. Sogar die haben es getestet. Ist ein cooles Gefährt. Bin ich schon drinnen gewesen. Also damit gefahren leider nicht. Weil ich ihn nicht erwischt habe auf der Linie, auf der er eingesetzt worden ist. Aber
Ich bin schon mal drin gestanden, das ist ein Riesending. Hinten zwei Achsen, sogar im Nachläufer. Sehr cool. Ja, Leute, das war die Fahrt auf Linie 11. Leider nicht hundertprozentig unfallfrei, aber ich bin noch immer der Meinung, dass ich für diesen Unfall wirklich nichts kann. Wenn man der Depp reinfährt, den der Depp an der Ampel steht, abbiegen will, sieht, dass ich da schon mitten in der Kreuzung bin und dann auf einmal losfahrt, kann ich auch nichts machen, oder? Naja, egal. Ich hoffe, die Fahrt hat euch trotzdem gefallen und es würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss.